Romantik oder Gefühle verbindet man nicht gerade mit Computertechnik. Doch für immer mehr Menschen sind Computer und Smartphones mehr als Maschinen oder Werkzeuge. In Umfragen geben beispielsweise 40% aller unter 30-Jährigen an, dass sie eifersüchtiger auf das Smartphone in der Hand ihres Partners sind als auf andere Menschen. Der Fotograf Sebastian Meyer ist so jemand, der eigentlich immer einen Finger am Handy oder Tablet hat. Wenn er über sein Smartphone spricht, dann fallen sogar Worte wie Liebe. Hier sind alle Bücher drauf, die ich in den nächsten Jahren lesen will. Und hier sind alle Kontakte drauf, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Ich liebe diese Inhalte. Klar, weil die einen Teil von mir sind. Jetzt habe ich Liebe gesagt. Nicht nur Meyer vertraut dem Smartphone mehr an als dem besten Freund. Wie viele andere auch, schreibt er private Nachrichten, hält intime Gedanken in Memos fest und sucht übers Netz nach allem, was ihm gerade durch den Kopf geht. Aber sogar körperlich kann oder will sich Meyer kaum noch von seinen Geräten trennen. Das Erste, was ich mache, ist tatsächlich, ich liege noch im Bett und schaue in ein iPad und gucke, ob ich E-Mails bekommen habe oder ob mir irgendjemand, ob irgendwas auf Facebook passiert ist. Und das Letzte, was ich mache, ist, ich lege mich mit dem iPad ins Bett. Das Telefon ist daneben auch verkabelt. Und solch enger Kontakt zu den Geräten bleibt eben auch emotional nicht folgenlos. Unser Smartphone berühren wir öfter als die meisten Menschen aus unserem Umfeld. Etwa 100 Mal am Tag, so eine Studie der Uni Lancaster in England. Und die Hersteller sorgen dafür, dass es noch öfter passiert. Glatte Oberflächen und weiche Linien sollen geradezu dazu einladen, die Geräte anzufassen. Denn die Geräte sollen natürlich vor allem Begehrlichkeiten wecken, weiß Stefan Baumann von der Werbeagentur Sturm und Drang. Berührung, wie wir aus unseren Studien wissen, ist einer der wichtigsten Beziehungsfaktoren. Also das, was ich berühre, zu dem habe ich auch eine Beziehung. Das heißt, viele intime Situationen werden heutzutage mit dem Tablet oder auch mit dem Smartphone verbunden. Wir fühlen uns also angeschlossen und alle Neuigkeiten, alle einkommenden Likes, alle einkommenden Posts gehen direkt ins Gehirn, sind Belohnung. Und je stärker diese Bindung ist, desto dramatischer fühlt sich ein Verlust an. Das weiß jeder, dem sein Handy einmal gestohlen wurde oder der den ersten Laptop endgültig begraben musste. Man trauert, nicht nur um die verlorenen Daten. Für Baumann eine Fetischisierung der Geräte. Eine Form der Objektliebe. Das ist eigentlich ein Krankheitsbild, das da sagt, dass man quasi Gegenstände eine Körperlichkeit und eine Identität zuschreibt. Und ein Stück weit sind wir jetzt gesamtgesellschaftlich so weit. Das heißt, wir besprechen Probleme mit unseren Geräten. Sie verstehen uns besser als wir uns teilweise selber. Frank Steinicke von der Universität Hamburg weiß, diese kollektive Computerliebe speist sich aus zwei Faktoren. Der körperlichen Beziehung mit den Geräten und den Glücksgefühlen, die Computer und Smartphone auslösen. Dopamin wird bei allen guten Nachrichten ausgeschüttet. Wir fühlen uns gut. Und je besser man sich mit etwas fühlt, desto lieber hat man es. Klingt unromantisch, aber es ist die biochemische Erklärung für Liebe. Am Institut für Human-Computer Interaction untersucht Frank Steinicke solche Phänomene der Mensch-Technik-Beziehung. Er sagt, in den ersten Millisekunden löst das Bild des Handys sogar die gleichen Gefühle aus wie das Bild des Ehepartners. Denn unser Steinzeithirn kann die beiden kaum voneinander unterscheiden. Die Tatsache, dass wir ähnliche Gefühle haben, wenn wir beispielsweise technologische Geräte oder uns geliebte Menschen haben, ist im Wesentlichen evolutionär bedingt. Also die letzten 200.000 Jahre in der Evolution war es für uns nicht wichtig zu unterscheiden zwischen analog und digital oder real und virtuell. Das gibt es erst seit 2, 3 Generationen, dass solche digitalen Medien um uns herum sind. Und insofern ist unser Gehirn darauf einfach noch nicht vorbereitet, hier tatsächlich eine Unterscheidung zu treffen. Sind wir also ständig mit den Liebsten verbunden, überträgt sich diese Liebe aufs Gerät. Smartphones mildern so unsere Einsamkeit und sind auch ein Ersatz für abwesende oder gar nicht vorhandene Partner. Millionen Menschen fühlen sich deshalb in einsamen Stunden besser. Und wer also ein bisschen Herzklopfen bekommt, wenn das Handy klingelt, dem droht kein Herzinfarkt. Der ist einfach ein bisschen verliebt. In den Anrufer oder in sein Handy.